Hier sind die EmsTV News. Heute ist Dienstag, der 15. Juni. Ich begrüße Sie zu Ihren regionalen Nachrichten. Das Gesundheitsamt des Landkreises Emsland bestätigte seit gestern eine weitere Corona-Infektion. Zudem gelten kreisweit 7 weitere Personen als genesen. Die Zahl der aktuellen Infektionen liegt heute bei 53. Der Wert der 7-Tage-Inzidenz sank auf 6,7. Ein Jugendlicher ertrank in einem Badesee. Rettungskräfte versuchten, ihn wiederzubeleben, doch ihr Rettungsversuch wurde gestört. Ein 15-Jähriger schwamm am Montag im Achterdieksee in Bremen und konnte sich plötzlich nicht mehr an der Wasseroberfläche halten. Helfer versuchten vergeblich, ihn zu retten. Mehrere Badegäste suchten anschließend nach dem Jugendlichen. Augenzeugen entdeckten den 15-Jährigen schließlich. Taucher der Feuerwehr zogen ihn aus dem Wasser. Die Wiederbelebungsversuche verliefen ohne Erfolg. Der Junge kam in Panik, hat einfach nur geschrien, bitte helfen, helfen. Und ich glaube, wenn die DLRG da gewesen wäre, dann wären die schnell mit dem Schiff ins Wasser gekommen und hätten vielleicht retten können. Die 8 Wachen der DLRG an den Bremer Badeseen werden ehrenamtlich besetzt. Und so kommt es natürlich, dass an einem Montagabend gegen 19 Uhr Wachen auch nicht besetzt sind, einfach weil die Ehrenamtlichen dann arbeiten oder von der Arbeit nach Hause kommen. Es sind keine Schulferien, die Schüler sind auch noch beschäftigt und eingebunden, sodass die Besetzung der Wachen gerade werktags nicht einfach ist. Neben den fehlenden Einsatzkräften der DLRG sorgten Schaulustige für Probleme beim Versuch, dem 15-Jährigen sein Leben zu retten. Viele Menschen, 150 bis 200, die dort den Weg zum Teil versperrt haben für die Rettungskräfte. Und auch im Nachgang, als wir den Jungen für Rettungsmaßnahmen an Land hatten, diese sind gestört worden, zum Teil wirklich erheblich, auch durch aggressives Klientel. Man hat Handyaufnahmen, Videoaufnahmen gefertigt von den Rettungsmaßnahmen. Und erst als Polizei wirklich aufgefordert hat, das zu unterlassen und sich zu entfernen, Sichtschutzwände aufgebaut hat und auch mit Absperrmaßnahmen dort gearbeitet hat, haben sich diese Leute schlussendlich entfernt. Die Polizei weist eindringlich darauf hin, dass alle, die keine Hilfe leisten oder Zeugen sind, sich von einer Unfallstelle entfernen sollen. Andernfalls behindern sie nur die Arbeit der Einsatz- und Rettungskräfte. Ein junger Mann war gestern gegen 16 Uhr mit seinem Mofa in der Söglerstraße in Kleinbersen unterwegs. Als er durch eine Polizeistreife angehalten und kontrolliert werden sollte, flüchtete er mit einer Geschwindigkeit von bis zu 90 km/h. Um andere Verkehrsteilnehmer nicht zu gefährden, stoppten die Beamten die Verfolgung des Mofa-Fahrers. Es gelang ihnen auf anderem Wege, den Aufenthaltsort des Flüchtigen zu ermitteln. Er konnte wenig später angetroffen und kontrolliert werden. Dabei stellte sich heraus, dass er bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten war. Zur Kontrollzeit stand er unter dem Einfluss von Kokain, THC und Amphetamin. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Das Amtsgericht Meppen hatte ihm bereits zuvor eine Fahrerlaubnissperre erteilt. Er wird sich nun erneut wegen mehrerer Delikte verantworten müssen. Die Landesregierung stellt weitere Lockerungen in Aussicht. Worum es sich dabei genau handelt, weiß mein Kollege René Hessels. Die aktuelle Corona-Verordnung ist noch bis zum 24. Juni gültig. Die Fallzahlen gehen fast überall in Niedersachsen stetig zurück. Die Landesregierung arbeitet deshalb bereits an einer weiteren Änderung der Corona-Verordnung. Lockerungen soll es für Landkreise und kreisfreie Städte mit einer Inzidenz unter 10 geben. Außerdem steht eine moderate Erleichterung bei den Kontaktbeschränkungen in Regionen mit Inzidenzzahlen zwischen 10 und 35 an. So wird bei einer Inzidenz zwischen 10 und 35 unter anderem erwogen, die Begrenzung auf 3 Haushalte entfallen zu lassen. Möglich wären dann Treffen von bis zu 10 Personen aus bis zu 10 Haushalten zuzüglich vollständig geimpfter und genesener Personen sowie Kinder unter 14 Jahren. Liegt der Inzidenzwert unter 10, könnte die Zahl auf 25 Personen drin und 50 Personen draußen erhöht werden. Treffen darüber hinaus sollen auch möglich sein, wenn der Verantwortliche sicherstellt, dass alle Erwachsenen einen negativen Testnachweis haben. Auch die Regelungen im Veranstaltungsbereich sollen deutlich vereinfacht und gelockert werden. Befinden sich mehr als 25 Personen drin und oder mehr als 50 draußen, gelten die Abstands- und drin die Maskenpflicht, solange nicht ein Sitzplatz eingenommen wurde. Eine weitere Reduzierung der Abstandspflicht oder der Pflicht, eine Maske zu tragen, soll auch hier möglich sein,
wenn stattdessen von Besucherinnen und Besuchern ein negativer Testnachweis gefordert wird. Der neue Verordnungsentwurf mit den genannten sowie weiteren Lockerungen soll am Mittwoch in die Abstimmung gehen. Der SV Meppen hat einen neuen Spieler für die kommende Saison verpflichtet. Max Dombrovka hat beim SVM einen Zweijahresvertrag unterschrieben. Der 29-Jährige spielte zuletzt für die Spielvereinigung Unterhaching. Ausgebildet wurde er der Linksverteidiger beim FC Bayern München. Und wir bleiben beim Thema Fußball. Am Freitag ist die Fußball-EM gestartet. Ob schon Fußballstimmung aufgekommen ist, wollte heute mein Kollege Florian Großeloser wissen. Heute ist es dann soweit. Die deutsche Nationalmannschaft darf gegen Frankreich, den amtierenden Weltmeister, antreten. Wir in der Redaktion haben uns gefragt, was die Lingener tippen und ob sie überhaupt im EM-Fieber sind. Was ist Ihr Tipp für heute Abend? 2-0 für Deutschland. Also Deutschland-Frankreich 2-2. Deutschland gewinnt natürlich. 1-1 würde ich sagen. Knapp 2-1. Sind Sie dann richtig im EM-Fieber? Ja, geht steig. Wir warten erst mal ab, ob die Jungs weiterkommen. Nee, kann ich noch nicht sagen. Also ich gucke mir ab und zu mal ein Spiel an, aber Fieber kann man das noch nicht nennen, glaube ich. Ja, sind wir, auf jeden Fall. Gucken auch immer zusammen mit Freunden. Nein, eigentlich nicht so richtig. Aber ganz sicher. Und jetzt passt das ja auch. Das Wetter passt. Da freuen wir uns alle drauf. Nö. Ich bin gesund, alles in Ordnung, alles normal. Puls ist ruhig, keine erhöhte Temperatur. Ob EM 2020 oder EM 2021, spätestens heute Abend ist das völlig egal. Mir auch, denn ich habe Bock. Mein Tipp ist 1-0 für Deutschland. Ich drücke uns die Daumen und Ihnen viel Spaß. Ich gebe jetzt zurück zu Frank. Frank, was tippst du? Was tippe ich? Ich tippe erstmal darauf, dass es ein hartes Spiel sein wird. Und ich denke, dass wir 2-1 gewinnen werden nach einem echten, harten Kampfspiel. Das ist mein Tipp. Und deswegen mache ich mich nämlich jetzt auch auf den Weg nach Hause, denn ich will den Fußballabend genießen. Und das waren sie nämlich, die EMS-TV News für heute. Morgen sind wir wieder für Sie da und alles Weitere wie immer im Internet unter emstv.de. Dankeschön fürs Zuschauen. Haben Sie eine gute Zeit. Tschüss.